hiermit Omsi. Ich bin's, der Bio, und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Zweite Mission hier, die wir jetzt fahren für unsere Firma, für die wir arbeiten. Und ja, sind hier unterwegs in Teltow, nach Teltow-Stadt, um genau zu sein. Und sollte nicht mehr lange dauern, sind wir da. Auf der Linie 620 sind wir. Na komm jetzt. Wie im reellen Leben, ja, das ist der Wahnsinn. Falsch eingeordnet, ja, und dann mir so ankommen. Von wegen hier, schau einfach mal vor dir nochmal ganz abrupt ein. Ist ja bloß ein Bus, verstehst du, wo Menschen drinnen sitzen und stehen eventuell. Wo die alte Oma einfach mal ganz schnell mal auf die Fresse fliegt, ja, nur weil da so ein, ja, versteht mal, einfach vorher erstmal schön noch einschert und einen dicken Macker raushängen lässt. Ja, das sind mir die Liebsten, ja. Sofort aus dem Auto ziehen und ihn über den Kopf braten, wirklich. So, wir verlieren schon wieder unmaßig an Zeit, weil jetzt wieder eine Ampel nach der anderen da ist. Und die Ampeln in Omsi, die dauern ewig. Gefühlt dauern die ewig. Aber so willst du machen, ne? Bis jetzt haben wir aber Gott sei Dank noch kein Ticket bekommen. Karte war ja früher mal kostenlos gewesen, aber trotzdem finde ich sie einfach unglaublich gut gemacht. War auch gar nicht erbost gewesen, dass die jetzt dafür Geld haben wollten. Warum nicht? Warum soll ein Modder dafür kein Geld bekommen, wenn er sich so viel... Nein, Quatsch. Kurzstrecke normal. 6, 8, danke Oma. Will keiner mehr mitfahren, weil gerade Passanten hier durch den Bus geglitscht sind. Aber wir haben immer noch drei Insassen drin. Ja, Teltow ist sowieso, ja. So, und jetzt ist der Tino mal wieder schön mit im Let's Play drin, finde ich ganz toll. Mann, deswegen deaktiviere ich eigentlich neuerdings immer diese Oberfläche, damit mir hier während dem Let's Play keiner schreiben kann. Warte, Gott. Sorry. So, jetzt haben wir keinen mehr drin. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen wie eine besenkte Sau fahren. Ja.
Ja, hier reinfahren ist ein bisschen anstrengend. So, das war's. Alles okay. Menü, Fahrt abschließen. Da eigentlich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist es. So, hat er uns nicht umgeschaltet. Und unser Fahrstil steigt langsam aber sicher. So, jetzt müssen wir mal nochmal durchgucken. Pünktlichkeit 100%, 180 Punkte, Strafe 0, 206 Punkte, ein verkauftes Ticket. So. Ja, der Fahrstil, der ist nicht so ganz geil. So, 608, sehr gut, 89% ist durch den Fahrstil. 608 Euro mit Abzügen und blub, Gewinn haben wir ganze 194 Euro. Guck mal hier, der Betrieb, der kriegt 365 Euro, der nimmt sich 60% davon. Ja, das ist schon echt happig. Das muss man einfach mal lassen. So, dann gehen wir mal wieder zurück ins Büro. Dann müssen wir mal am Computer sitzen und wir mal gucken, dass wir da eventuell die Lizenz für den Bus zum Beispiel schon kaufen können. Und dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwann mal die Karte zusammenbekommen. Ja, und wie wir das mit dem Geld machen, das ist halt schon blöd, ne? Also, dadurch, dass wir halt so wenig Geld bekommen hier, immer nur, dass sich die 65% nimmt, ja, kann das echt ewig dauern. Das ist einfach mal ganz klar, ne? Also, wir werden, wenn wir eine eigene Firma haben, werden wir das nicht so machen. Finde, wenn man da 50-50 macht, ist das in Ordnung. Oder, was ich, wir 40%, ihr 60%, irgendwie sowas in dem Dreh. Ihr 60, wir 40, genau, weil wir müssen natürlich auch mal gucken, weil damit habt ihr nichts zu tun, das macht dann der Betriebshof, muss natürlich die Fahrzeuge instand setzen, ne? Die sollten nicht beschädigt sein oder sowas, wenn ihr mit dieser fahrt. Und wir müssen natürlich den Sprit bezahlen, den bezahlt ihr natürlich dementsprechend ja auch nicht. Ihr zahlt bloß die Lizenz dafür, dass ihr diese Busse halt fahren dürft. Ja, das sind alles so Sachen, die muss man dann natürlich dann einkalkulieren, ne? Das kriegt man jetzt so wahrscheinlich gar nicht so groß mit. So, wollen wir uns mal an unseren PC setzen wieder. Und das ist nämlich das Coole, wenn jetzt nämlich ein anderer Spieler jetzt reinkommt, der sieht, dass wir am PC sitzen. So, 439 Euro. Rechnung verwalten und somit können wir jetzt die Genehmigung bezahlen. Somit ist das weg. Und wir haben jetzt hier noch diese 1859 Euro übrig für, ja, Versuch für Genehmigung Labbruch Solo, 300 Euro, haben wir bezahlt, haben jetzt noch 139 Euro. Wow. Und das kann eine Weile dauern, bis wir, ich verstehe nicht, achso, er zeigt uns das immer nur so an, okay. Wenn wir jetzt hier 1000 haben, könnten wir natürlich auch im Rang aufsteigen. Genehmigung 2 von 5. Busse. Du benötigst für jede Karte und jeden Bus eine Genehmigung. Jede Genehmigung muss nur einmalig erspielt werden und ist dauerhaft gültig. Ah, also wir dürfen jetzt immer mit dem Gladbeck Stadtbus Solobus fahren, ohne dass wir da jetzt irgendwie was machen müssen. Das ist bei allen, wenn wir jetzt das irgendwie machen, also hoffe ich, dass das jetzt insgesamt gespeichert wird. Das ist ja unser Profil hier, was wir ja hier haben und das ist für uns, ne, wichtig. Und das sollte hier unten eigentlich meiner Meinung nach alles mit drin sein. Nur abgeschlossene Wartung. Da braucht man aber auch noch bestimmte also bestimmten Rang dafür, dass man das dann zum Beispiel machen kann. Erfahrungspunkte kriegen wir natürlich keine, weil, ja, kriegen wir erst hier mit. Fortschritt 32, Haltestellen haben wir, verkaufte Tickets 8, fahre 8 Touren ohne Verfrühung und fahre 5 Touren ohne Unfall, dann gibt es die nächsten 10 EPs. Na, so wird das dann hier behandelt. Also wir müssten jetzt noch 2 zum Beispiel fahren, damit wir jetzt hier die nächsten 10 EP bekommen. Und die EP, ja, das sind natürlich für euch einfach wichtig. Wir haben hier 50
diese 50 VP-Punkte, das ist das, was ich meinte, wenn ihr einen Auftrag annehmt und ihr könnt diesen nicht fahren, hier Vertretungspunkte, genau, und ihr könnt diesen nicht fahren, könnt ihr sie abgeben und ihr bezahlt dann Vertretungspunkte. Ihr solltet dann aber zukünftig, weil sie können auch auf komplett null, das ist jetzt nicht schlimm ist, danach geht es aber ans Geld, da bezahlt ihr, müsst ihr Strafe zahlen dann dafür. Das wäre natürlich ärgerlich, weil ihr seht ja, wie schwer es hier ist, hier an Geld ranzukommen. Und diese Vertretungspunkte könnt ihr natürlich aber auch wieder bekommen, wenn ihr von anderen wieder eine Vertretungstour fahrt. Und das seht ihr natürlich alles vorne an dem an der Schichttafel. Also dort. Aber aktuell ist halt nichts zum Vertreten da. So, jetzt sehen wir hier auch, Vertretungstouren haben wir null. Aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wir sind jetzt für diese Firma schon zwei Touren gefahren. Das lobe ich mir. Wir waren echt fleißig. Das sind natürlich immer nur kleine Touren. Wir werden auch mal größere fahren. Aber wie gesagt, Freifurt, Gladbeck und Städtedreieck interessiert mich jetzt aktuell noch nicht so. Obwohl Freifurt und Städtedreieck eher für den Ice Dragon interessant ist, denn die sind nämlich als Mod verfügbar. Also Gladbeck und X10 ist DLC. Wir werden bei uns definitiv Spandau mit aufnehmen, weil Spandau hat jeder. X10 wenn wir mit reinnehmen und dann mal gucken, ob wir noch ein drittes Depot noch aufstellen. Müssen wir mal gucken, welches wir denn da machen. Denn müssen ja gucken, sollte es ein DLC sein oder sollte es eine Mod sein? Das werden wir auf jeden Fall mal noch rausfinden. Ja, das haben wir hier X10 Umlauf. Von der André, also von der Herzallee X10 zur Andrehzeile Terminus sind 23 Haltestellen. Boah, das bringt gleich dann mal gut was. Das sind insgesamt 15 Kilometer. Ja. 19 hier von Rammradbrücke. Die wären natürlich super interessant hier. 52 Minuten. Wir werden das auch noch machen. Also ich nehme jetzt nicht nur jetzt am jetzt nur kleinere Aufträge an, weil, damit wir das einfach mal alles länger dauert, sondern es bei mir auch mal so ein bisschen zeitlich beschränkt ist, weil ihr wisst ja, eigentlich bin ich ja nur noch ein Livestreamer und habe da eigentlich gar nicht mehr so groß Zeit für, hier auch noch ein Let's Play-Projekt hier mit aufzunehmen. Aber ich finde diese Idee vom Busbetriebssimulator einfach super und deswegen wollte ich ihn auch einfach wieder Let's Playen. Da ist ein anderer Spieler. Wo? Schade. Hallo, ist hier irgendwer? Cheffe, bist du da? Nö. Ja, also wie gesagt, also können wir uns jetzt hier einfach hinsetzen, so, und gemütlich auf unsere nächste Tour warten. Und ja, also meine erste Einschätzung möchte ich jetzt hier auch noch schnell abgeben, da wir jetzt zwei Touren jetzt gefahren sind und es ist halt Omsi, klar. Wer mit Omsi nicht zurechtkommt, wird wahrscheinlich diesen DLC auch total komplett ignorieren. Wer die Thematik von Omsi interessant findet, aber nie wirklich den Reiz hatte, das zu spielen, weil es ist einfach nur Fahren, anders als wie bei dem Euro Truck Simulator zum Beispiel, wo wir dann halt unsere Aufträge zum Beispiel machen und dadurch dann unsere Firma immer weiter expandieren lassen. Ist durch den DLC definitiv jetzt eine Möglichkeit dazugekommen, eine eigene Firma zu gründen und die dann zusammen mit Kumpels oder mit Freunden oder wie wir das jetzt machen, mit unserer Abonnenten zum Beispiel, hier einen eigenen Busbetrieb zu erschaffen und da wirklich viel, ja, so ein Multiplayer-Projekt einfach mit euch zusammen hier zu erschaffen. Und wenn ihr jetzt natürlich kein YouTuber seid und ihr überlegt trotzdem, ja, lohnt sich der DLC für 25 Euro? Guckt einfach mal bei. Da läuft da irgendwer. Guckt einfach mal bei gamesplanet.com rein. Ich glaube, da ist der DLC für 10% weniger drin. Ach, guck mal, da sind zwei Spieler. Ja, könnt ihr da natürlich das einfach mal reinschauen, ob ihr da vielleicht da irgendwie was findet, ob es da ein bisschen günstiger ist. Also von mir, es muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Der Server, die Server sollten stabiler werden, das auf jeden Fall. Und wenn das erreicht ist, ja, denke ich mal, steht dem DLC eigentlich nichts im Wege. Und ich finde, die anderen DLCs sind gut, ja, die neuen Strecken und so. Flieger-Oli. Die sind gut auf jeden Fall.
Aber der macht, der verändert das komplette Spiel nochmal. Und das finde ich einfach, ist eine coole Sache. Ob die 25 € allerdings gerechtfertigt sind, ich glaube, es hätte auch ein bisschen weniger sein können. Man hätte es für vielleicht 20 anbieten können, das wäre dann immer noch so im Rahmen gewesen, aber naja, wisst ihr ja Bescheid, ne? Wir haben da leider nun überhaupt keinen Einfluss drauf. Entweder wartet ihr auf einen Sale, dass der irgendwann mal drinne ist, oder ihr sagt, scheiß drauf, wir möchten das gerne spielen und dann 25 €. Lohnt sich ja, weil ihr spielt es nicht nur ein, zwei Mal, sondern das ist ja dein ewiger Begleiter hier in Omsi. Und von daher kann man das denn gerne mal machen. Gut. Das war auf jeden Fall meine Einschätzung. Ich hoffe, ihr könnt meine Einschätzung soweit verstehen. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht die letzten Überlegungen, die letzten Leute, die sich vielleicht noch überlegt haben, ja, will ich es haben, will ich es nicht, ja, jetzt vielleicht ausgeräumt habe. Und ja, ich euch davon vielleicht einen Tick überzeugen könnte. Wie gesagt, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber auch Kritik gerne in die Kommentare, wenn ihr zum Beispiel sagt, ah, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht oder du gefällst mir nicht, ja? Dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir sind ja für Kritik sowieso offen, aber wie gesagt, auch dem Entwickler wird es helfen, wenn ihr noch so die ein oder anderen Fragen habt hier zu dem Busbetriebssimulator. Ich bin's, der Bio, ich bedanke mich, freue mich natürlich, wenn ihr morgen, oder ne, nicht morgen, aber wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet hier zum Busbetriebssimulator, bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zugucken, sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis.